Und herzlich willkommen zum dritten Teil vom Halloween-Special von Star Stable, glaube ich. Bevor ich jetzt anfange, eine kleine Warnung. Auch auf der Website hat Star Stable schon geschrieben, kleinere Spieler, die dieses Spiel spielen, sollten aufpassen, wenn sie diesen Quest spielen. Also wenn sie Angst vor Gruselgeschichten haben, sollten sie sich einen Erwachsenen oder einen Freund dazu holen. Und als Verstärkung mit dort also mitspielen lassen oder halt auch nur als Verstärkung daneben sitzen lassen. Aber der Quest kann ein bisschen gruselig sein, aber man darf nicht vergessen, es ist nur eine Geschichte. Meine persönliche Erwartung an diesen Quest, dass der gruselig wird, das denke ich mir die ganze Zeit und dass er spannend wird. Ich selber muss zugeben, habe jetzt schon ein bisschen Schiss vor diesem Quest, denn ich selber bin eine kleine Schissbuchs. Und ja. Schauen wir mal. Ah, ist diese Landratte Lucia, welche ich da sehe? Worob ist dieser nutzlose alte Seehund? Er lernt nie dazu. Exakt das gleiche ist letztes Jahr auch passiert. Kannst du das glauben? Wir waren nach einer Schmugglermission auf den Sieben Meeren mit dem Boot fast zu Hause. Ich wusste nicht, ob es eine verflixte Stechfliege, eine Wespe oder irgendwas anderes gewesen ist, aber das kleine Biest schwirrte um uns herum und wie immer geriet Rob in Panik. Bevor ich überhaupt reagieren konnte, versuchte er, das kleine Monster mit unseren Schmugglerwaren zu verscheuchen. Nö! Du kannst dir ja denken, wie das ausgegangen ist. Exakt, es ist ziemlich in die Hose gegangen. Er hat geschafft, mindestens die Hälfte unserer Beute über Bord zu werfen, bevor ich ihn stoppen konnte. Ich war so wütend, dass ich ihn alleine losgeschickt habe, um die Sachen wiederzufinden. Kannst du eventuell dabei helfen, den Rest der Sachen, die Rob weggeworfen hast, aufzusammeln? Ich kann die Höhle mit all dem kostbaren Gut nicht alleine lassen. Danke, Rob ist drüben am Südseebezirk auf der Suche nach der Beute. Wenn du also die Sachen an die Labyrinthküste angespült worden sind, aufsammelst, sollten wir alles haben. Sollten wir das? Das ist doch gut. So, ja. Fängt ja schon mal gut an. Erstmal Sachen aufsammeln, hört sich ja jetzt nicht so gruselig an. Muss momentan zugeben, momentan finde ich einfach nicht Zeit, neben Star Stable irgendwas anderes aufzunehmen. Das ist richtig krass geworden. Und, ja. Eigentlich habe ich gesagt, nehme ich die Star Stable Quests auch immer erst am Samstag auf. Aber ich habe mir so überlegt, da das ja Halloween Quest ist, mache ich da eine Ausnahme. Kiste 1. Dein Pferd ist schwer beladen, dass es sich jetzt langsamer bewegt. Ach so schwer, Entschuldigung. Ich muss übrigens noch dazu sagen, das ist mein zweiter Versuch, das aufzunehmen. Nämlich das letzte Mal, als ich das gemacht habe, ist wirklich das passiert, was ich vorher noch angedeutet habe. Mein Spiel hat die Verbindung zum Server verloren, also es war ein Netzwerkfehler und dann durfte ich wieder von vorne anfangen. Zum Glück hatte ich ja erst den ersten Quest angenommen und bla und bli und blub. Diesen Teil werdet ihr, also wo der Netzwerkfehler passiert, werdet ihr nie zu Gesicht bekommen, weil ich ja jetzt wieder prinzipiell eigentlich wie von vorne angefangen habe. Und ich muss gucken, dass ich mit Silvertier zusammen diese Kisten jetzt zu Rob, nein, zu Bob, glaube ich, bringe. Durchs Wasser. Das ist doch hübsch.
Wahrscheinlich erzählt er beim Scheierhaus auch, dein Pferd ist so schwer beladen, es bewegt sich jetzt langsamer. Obwohl das so richtig stämmige Tiere sind, die richtig was ziehen können. Aber ich habe mir ja heute nur einen Morgan geschnappt und bin jetzt mit dem Morgan unterwegs. Ich laufe jetzt einfach so schnell, wie ich kann. Also im Trab laufe ich weiter. Es ist wesentlich schneller als der Schritt, muss ich zugeben. Ich bin froh, wenn ich diese Kisten wieder von dem Rücken meines Pferdes runter habe. Naja. Ich weiß nicht, das erinnert mich irgendwie gerade an den Quest damals von der Dark Core, wo ich mit Silver Princess unterwegs war und einfach dieser riesige, stämmige Mann von Dark Core sich auf den Arsch von meinem kleinen Pony gesetzt hat. Und ich noch vorne drauf. Ich habe gedacht, das Pony bricht zusammen. So beladen war das. Aber das ist ja in Star Stable möglich. Ich habe echt gedacht, dieses arme Pferd. Dieses arme Pony. Zum Glück habe ich mir nicht ein Pony genommen. Ansonsten hätte ich jetzt noch mehr Probleme und wäre es dann noch langsamer. Bitteschön. Hier hast du deinen Kram. Ah, wunderbar. Danke, Lucia. Sieht so aus, als ob Teile der Beute unversetzt geblieben sind. Toll. Ah, wo ist dieser Seehund von Rob hin? Er sollte längst wieder zurück sein. Kannst du ausreiten und schauen, ob du ihn finden kannst? Danke. Ich weiß, dass er normalerweise an der Küste neben dem Championatsgelände ist. Dort solltest du ihn bestimmt finden. Auf geht's! Wir suchen Rob, glaube ich. Auf dem Strand neben dem Championat. Ja, suchen wir ihn nochmal. Das ist doch auch, ist jetzt noch harmlos. Wir sollen jemanden finden. Für meine Verhältnisse ist das noch normal. Oh. Man kann sich doch auch mal ein bisschen verreiten. Einfach mal gegen den Zaun reiten, das hilft. Ein Keks. Ein Keks. Wo ist Rob, der alte Seehund? Oh, der hat da was verloren, würde ich immer glatt behaupten.
Dann wollen wir doch mal da runter. Eine Keksdose, der Name Rob steht drauf. Könnte das Robs Keksdose sein? Du kannst Rob hier in der Nähe nirgends finden, aber was ist das? Sieht nach Keksen aus. Hat Rob etwa eine keksgrüne Spur hinterlassen? Wenn du der Keksspur folgst, findest du ihn vielleicht. Sieht nach recht leckeren Keksen aus. Also solltest du sie besser aufheben und mitnehmen. Oh ja. Ein Geist, aber den ignorieren wir jetzt einfach mal. Doni mit der Goblin? Lucia, Rob, sprechen jetzt nicht. Sieht so aus, als ob du ihn nicht Sinnvolles mehr aus Bob herausbekommst. Wenn du ihm die aufgehobenen Kekse gibst, beruhigt ihn das vielleicht etwas. Bitteschön. Kekse? Nom, nom, nom. Rob will mit Bob sein. Jetzt, Lucia, bitte reiten Rob zu Bob auf Pferd. Rob nicht auf Pferd geritten, aber Rob nicht bleiben im Wald. Guckt euch das an, wie... Oh nein! Oh nein, die arme Tier! Da ist ein Geist, aber den lassen wir trotzdem jetzt mal getrost Geist sein. Wie gesagt, Freitag, denke ich mal. Ich werde das am Freitagabend so gegen 22 Uhr machen. Dann werden Geister gejagt. Wenn ihr möchtet, könnt ihr mich gerne begleiten. Ich bin auf dem Server Winterstar. Silversong Mustangs. Nein, da möchte ich nicht rein. Wenn ihr mich gerne bei meiner Geisterjagd begleiten wollt, könnt ihr das gerne machen. Ich, wie gesagt, um 22 Uhr werde ich das aufnehmen. Und wenn ihr dabei sein wollt, müsst ihr zum Morland-Coup kommen. Ich werde bis 5 oder 10 nach 10 werde ich da stehen bleiben. Ab spätestens 10 nach 10 werde ich dann losreiten und die Geister suchen. Und ich werde aber auch nicht viele Leute mitnehmen. Ich denke mal, ich werde so 5 bis 10. Also 10 ist wirklich das Maximum. Das ist, ansonsten wird das zu viel, die ganze Gruppe beisammen zu halten. Wenn überhaupt irgendjemand mitkommen möchte. Ihr könnt auch gerne auch äußern, mit welchem Pferd ich kommen möchte, ob ihr irgendeinen speziellen Pferdewunsch habt, dann gucke ich mal, ob ich das Pferd noch von der Pferdeinsel hole, falls es sich auf der Pferdeinsel befindet. Da bist du ja. Hab mich schon gewundert, wo du bist, Rob. Wo ist es? Rob, was meinst du damit, dass du es nicht hast? Du nutzloses Wiesel. Natürlich befindet sich kein Geist in der Statue. Wie kommst du denn auf sowas? Sag mir nicht, dass du noch immer an den Typen denkst, von dem wir sie bekommen haben. Lucia, du hast nicht zufällig, als du Rob gefunden hast, noch eine kleine Statue gefunden? Schade, ich konnte sie für einen Spottpreis in einem winzigen Dorf in Südostasien ergattern. Die Statue war einer der Dinge, die Rob über Bord warf und wahrscheinlich hat er sie irgendwo im Wald gelassen. Was hast du überhaupt im Wald gemacht, Rob? Nichts Sinnvolles scheint jemals aus dem Mund dieses Rotbarsches zu kommen. Hoffentlich hat er mehr zu sagen, wenn er sich etwas beruhigt hat. In der Zwischenzeit mache ich ihm ein paar Kekse und Tee, damit er sich später besser fühlt. Hättest du etwas dagegen, auf eine kleine Reittour zu gehen, um nach der Statue zu suchen? Du bekommst danach Tee und Kekse. Toll, sie ist bestimmt irgendwo im Wald, wo du Rob gefunden hast. Wir gehen jetzt auf die Suche nach
einer Statue, die ich nie vorher in meinem Leben gesehen habe. Und die ich eigentlich, glaube ich, auch nicht unbedingt finden will, weil irgendwie macht mir dieser Wald um Halloween immer ein bisschen Angst. Auch wenn ich ein Halloween, ich kann ja wirklich von allen Seiten reden, weil ich habe ja wirklich ein Jahr lang, bevor ich Star Rider geworden bin, habe ich ja wirklich komplett kostenlos gespielt. Mit einem Pferd, mit keinem einzigen Zusatz. Ich habe mir alles hart erarbeitet. Und irgendwann habe ich mir dann gesagt, fängst du mal heimlich an mit Star Rider, deine Eltern werden das bestimmt irgendwann verstehen. Und dann irgendwann habe ich es dann meinen Eltern irgendwann verraten. Und dann, ich habe sogar eine Zeit lang, dazwischen habe ich sogar eine Zeit lang Pferde gekauft. Und ich habe jedes Mal meine Mutter angebettelt, Mama, 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 ich möchte gerne neues Geld fürs Handy haben. Ich muss damit noch was holen und bla und ble und blub. Und ja, jetzt habe ich halt die Sache, dass ich schon so viele Pferde zusammengesammelt habe. Meine Mutter würde ja sagen, ich will nie im Leben so viel Geld für so ein wichtiges Spiel ausgeben. Ich bin eigentlich auch grundsätzlich strikt dagegen, Geld für irgendwelche Apps oder Spiele auszugeben. Aber ich finde irgendwie, Star Stable ist mir das wert. Oh Mann, ich will wieder gehen. Das ist doch nicht... Oh. Oh oh. Für ein Vibe. Mysteriöses Mädchen. Du wirst es niemals finden. Was? Siehst du, das Silvertier macht sich auch schon Sorgen. Okay, das ist creepy. Vor allem, ich sitze hier in einem fast komplett dunklen Raum. Ich habe nur eine kleine Lampe an und die Tür ist von dem Schlafzimmer zu meinen Eltern steht auf und es ist dunkel. Hey, ich sagte doch, dass das, was du suchst, nicht hier ist. Ich habe die Statue am Strand gefunden und sie hierher gebracht. Ich kann sie dir zeigen, wenn du willst. Warum ich sie mitgenommen habe? Warum nicht? Willst du die Statue oder nicht? Dann komm, ich zeig dir den Weg. Es ist nicht weit von hier. Die geht komisch. Seht ihr das? Die geht richtig komisch. So, als ob die... Naja, ich weiß ja nicht. Die macht mir Angst. Silvertier hat schon gar keine Lust mehr. Sie ist gruselig. Da habe ich wieder den Geist gehört. Da hinten schwebt er rum. Ja, wie gesagt, die Geister... Ich mache eine große Geisterjagd.